probieren wir es. Und los. Weihnachtsmann. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein. Ich will deinen Stein nicht haben. Lass ihn dann... Ach nee. Ich sollte das Reimen lieber lassen. Da vorne ist Licht. Weihnachtsmann schmeißt mit Steinen. Hallo? Jemand da? Teddy! Uah! Alter, Mann, leck mich doch auf. Jetzt wäre mir fast die Maus runtergefallen. Böser Teddy. Oh, bin ich auch so neugierig. Es wird dunkler. Ach, richtig dunkel. Ich hoffe, ihr könnt noch was sehen. Aber bei mir sieht es ein bisschen schlecht aus. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Teddy? Der Weihnachtsmann ist gerade in den Busch da verschwunden. Und er ist nervös. Hallo? Och. Ja, geh da auch noch hin. Okay. Fürs nächste Mal merken, blinkende, pochernde Büsche nicht anfassen. Nicht gut. Bitte erschreck mich nicht, sonst mache ich mir ins Hemd. Ich lass dich auch in Ruhe. Danke. Ich weiß ja nicht, ob ich da durchgucken möchte. Hallo? Na komm, wir gucken durch Fenster, wenn wir dann hinkommen. Buh! Okay, da ist nichts. Was mich eigentlich ziemlich verwundert, weil eigentlich ist ja überall irgendwas. Okay, rechts oder links? Rechts oder links? Na, wir nehmen wieder den rechten Pfad. Da sieht es so schön hell aus. Schöner Baum. Der Baum des Lebens. Oh, was zum Hei? Was war denn das? Ich hasse das, wenn man nichts sieht.
Was denn das? Stone, noch ein Stein. Ein schöner Stein. Geräusche und Wackeln ist uncool. Da ist ein Feuer. Da können wir uns aufwärmen. Hallo. Man da? Read this note. 11. August 1967. Heute ist ein schöner Tag. Wir haben es endlich aus der Stadt geschafft. Es ist sehr ruhig und schön hier. Aber Kelly ist schwer zu überzeugen, uns jedes Jahr zu begleiten. Sie denkt, dass ihre neuen Hobbys weit mehr Spaß machen als diese langweiligen Reisen. Ich dachte, sie sei mehr interessiert an diesem Ort als ich und Josh vor einigen Jahren. 12. August 1967. Wir sprechen nicht sehr viel mit unseren Nachbarn. Aber sie scheinen gute Menschen zu sein. 13. August 1967. Es sieht so aus, als sei hinter der Brücke eine Art von Treffen. Oh Gott, von diesem Platz aus kommen schreckliche Schreie. Was ist da nur los? Josh beschloss nachzusehen, was da los ist. Vielleicht braucht jemand Hilfe. Er ist seit 3 Stunden weg und ich mache mir langsam Sorgen um ihn. 14. August 1967. Josh ist immer noch nicht zurück. Ich fürchte, dass ihm etwas passiert ist. Kelly kann sich nicht beruhigen und erwähnte, dass sie einen Schatten in der Ferne sah. Oh. Wir sind im Zelt, aber auch nicht. Gut, also hier liegt nur eine Notiz und was zu trinken. Sonst nix. Eigentlich möchte ich wieder auf dem Weg zurück. Ah, hier ist der coole Baum. Gut, dann beschreiten wir mal gleich den anderen Pfad. Der ging, glaube ich, hier rechts hoch. Ja, rechts. Der linke Pfad und ich bog eben nach rechts ab. Oder? Ah nee, wir sind hier lang gegangen und gehen jetzt den linken Pfad. So, wird ein Schuh draus. Naja, man braucht mir bloß in den Wald schmeißen und meine Orientierung ist komplett weg. Aber wozu gibt's heutzutage Navis? Erinnert mich ein bisschen an Sleepy Hollow. Möchte ich darüber gehen? Muss ich wohl. Mach doch sowas nicht. Warum? Toll. Erst erschrecken und dann nicht durchlassen. So, was machen wir denn jetzt?
was haben wir denn vergessen? Hier geht's nicht weiter. Gut. Aber wir wissen immer noch nicht, warum das Ganze, ne? Irgendwas fehlt noch. Aber was? Und genau das ist hier die Frage. Vorne müsste dieses Zeltlager sein. Ja. Haben wir hier was übersehen? Da geht's nicht weiter. Kann nämlich nur eine Nachricht liegen. Read Note. Ah, die haben wir. Hier ist noch was rotes, aber da können wir nichts mitmachen. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist ja blöd. Müssen wir jetzt die ganze Strecke nochmal zurück? Wir ja schon hier hinten irgendwas vergessen haben. Aber warte, wir haben noch jeden Weg beschritten. Und vor allem hat er uns ja nicht vorher auf den Weg lang gelassen, bevor wir... Waren wir hier oben schon? Kommt mir nicht bekannt vor. Alter! Am Sack, ich dachte schon wieder an Apfel, aber nee. Blöder Weihnachtsmann. Mir stehen die Haare zu Berge, aber sowas von. Ein Hochsicherheitstrakt? Oh, sieht nach einem Gleisbahnübergang, Stellwerk, irgendwas aus. Nein, nein. Oh nee, oder? Och Mann. Ich wollte zu dem roten Ding da hinten. So ein bisschen verworren ist es ja schon, ja.
Du weißt nicht, wo du lang musst. Du weißt nicht, was du machen musst. Oh, ein Haus. Guten Tag. Hallo? Jemand daheim? Da ist die Tür aufgegangen. Hallo, Weihnachtsmann. Get up. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Das ist nicht toll. Oh. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Rumpel, rumpel, rumpel. So, vielleicht kommen wir jetzt bei dem Schienendingenszaun da weiter. Oh. Rechts, links, alles frei. Und immer noch nicht. Was ist denn das? Warum denn nicht? So was finde ich blöd. Ist schon offen eine Stelle und dann kommt man da nicht lang. Weil, keine Ahnung. Na, vielleicht haben wir hier was vergessen. Hallo, nicht erschrecken, ich bin's wieder. Da ist nichts, nichts. Gar nichts, die Uhr stehen geblieben. Schön leise. Gut, also hier ist nichts mehr. Mensch. Ja. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht reinkommen. Klopf, klopf. Menü. Nirgendwo lang. Jo, dann folgen wir mal den Gleisen. Gruseliger Waggon mit einem roten Licht.
Buh! Ah!